Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Dann gucken wir erstmal, ob wir genug dabei haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben. Ich habe ja nicht genug Fackeln eingepackt. Ne? So. Die sollte ich mir vielleicht eben noch holen. Ich habe auch nochmal neue Musik besorgt. Die habe ich allerdings noch nicht sortiert. Und bevor ich euch hier mit irgendwelchen Blasmusikorchestern behellige, werde ich das erstmal tun, bevor ich die hier mit in die Playlist nehme. Naja. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal zwei fette Packen mit. So. Zwei fette Packen nehmen wir mit. Ja, ich finde die auch ganz schick. Schön gemütlich. Nicht? Ich bin am überlegen, ob ich mir eine Lore mitnehme. Warte mal. Lass uns mal ein, zwei Truhen noch mitnehmen. Das hat den großen Vorteil, dass man sich zwischendurch ein bisschen Material lagern kann, ohne dass ich jetzt ganz dann wieder zurücklaufen muss, ne? So machen wir das mal. Dann kann man sich nämlich, wo auch immer diese Höhle sich befindet, am Eingang eine Truhe hinstellen und dann schön das Material da reinschmeißen. Spart dann das ständige Zurücklaufen. So, hier ist unser letztes Meisterwerk. Die Kaktusfarm, die automatische. Ganz viele Kaktusen, Kakteen heißen die ja, stimmt. Genau. Also. Ja, und die Kaktusfarm da unten, die ist natürlich dann jetzt den Bäumen gewichen, die hier oben keinen Platz mehr gefunden haben. Das Witzige ist, man sieht es eigentlich kaum. Also, wenn man sich hier hinstellt, man muss wirklich ganz genau hingucken. Ganz, ganz genau. Wenn dann irgendwo ein Kaktus gerade wächst, dann ist der sofort in derselben Sekunde eigentlich schon wieder weg und wird unten dann in das Lager gespült. Ich habe das extra hier hingebaut, weil ich mich hier ja zwischendurch mal aufhalte und ihr wisst ja selbst, dass bei nicht servergebundenen Spielen immer nur in dem Bereich was los ist, wo der Player gerade ist. Der Player. Ein Player. Mach ich das? Ein Gamer heißt es doch. So. Leer waren die anderen. So, hier in den Gebirgen gab es, glaube ich, auch noch irgendwo Höhlen, meine ich. Möchte jetzt mal so meine nahe Umgebung noch mal so ein bisschen auseinandernehmen. Bin davon fest überzeugt, dass es hier noch genug zu holen gibt. Ohne dass ich jetzt ganz, ganz weit irgendwie durch die Gegend rennen muss. Ach ja, genau, das ist ja meine. Schon lange nicht mehr da gewesen, ne? Schaffarm? Bei der Schaffarm aber schon lange nicht mehr. Aber verflixt. Ja! Mein Gott, der Ralku ist auch wieder da. Wie war es denn so? Sonnig. Gemütlich. Angenehm. Entspannt. Aber wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm war, war der, glaube ich, weg. Urlaub. Da war eine Höhle, aber ich glaube, die haben wir schon komplett erforscht. Da sind wir, glaube ich, schon
sehr, sehr weit durch, genau. Bis zur anderen Seite. Stückchen gehen wir noch. Guck mal, da hinten ist die Bahnlinie. Die Bahnlinie zum Dorf. Ah, da ist eine Höhle, ich sehe eine. Eine Höhle mit Wasser. Eine Wasserhöhle. Okay. Wasser habe ich aber eigentlich genug. Uiuiui. Ja. Was ist das denn für ein Symbol? Ach, ein Bus? Oh! Ein Loch im Boden. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Ich mache mal hier oben ein bisschen Platz, damit ich das wiederfinde. Für den Fall, dass ich da unten verrecke. Nicht hoffen wollen, aber es kann ja passieren, ne? Aus dieser Richtung bin ich gekommen. Ich will mal ein paar Bäumchen nehmen mit auf dem Weg gleich. Ist ja nicht so, dass ich Holz nicht gebrauchen könnte, ne? Also. Okay. Und dann basteln wir uns. Was ist das denn hier? Ist das auch ein Baum? Das ist tatsächlich genau ein Höhleneingang. Bäumchen. Deswegen habe ich die nicht gesehen. Ne? Schön beschattet hier alles. Ja, ich weiß, ich habe auch einen Schatten. Hin und wieder. So, ich baue mal die Truhen hier oben hin. Da so. Baue ich mir einfach mal zwei hin. Wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht nehme ich die auch nachher wieder mit. Mal gucken. So, aber in diese Truhe kann ich jetzt zum Beispiel schon mal das Holz reinschmeißen. Äpfelchen und hier die, ne, die Setzlinge, genau. Setzlinge hießen die. Ton werde ich da unten auch nicht brauchen. Den lege ich auch mal mit da rein. Schon aber genug Platz. Können hier richtig Gas geben. Ja, ich wendel mich mal hier runter. Mach mal hier so eine Wendeltreppe. Irgendwie muss ich ja da runterkommen. Unbeschadet natürlich. Mal extra wieder die Spitzhacke, die Behutsamkeit hat. Mal gucken, mal gucken. Also Mobs habe ich schon gesehen. Das heißt, das wird schon mal erfüllt, das Ganze. Hey, und es scheint eine Treppe hier hochzugehen. Der kommt. Cool. Also, der Mobs. Komm. Ich habe ihm mit der Fackel gehauen. Na super. Jetzt hat er eine Erleuchtung. Der Mops hatte eine Erleuchtung. So, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Licht, wa? Dunkel wie im. Wie ist nochmal das Hinterteil von der? Nein, ich spreche es nicht aus. Ich bin lieb heute. So, da gucken wir mal. Als erstes sehe ich hier doch schon mal was.
gut gebrauchen kann. Sehen. Marmor. Das. Nee, Marmor, doch, klar. Nee, Granit ist das. Granit. Granit und Andesit. Nehmen wir einfach mal mit. Ach, guck mal, dahinter verbirgt sich auch gleich was. Was sehr nützliches. Eisen. Mal Licht machen hier. Ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt hier, weiß ich nicht, irgendwelche Bauwerke oder sonst was, whatever, was ich hier machen soll, kann, was ihr gerne sehen würdet, schreibt es mir rein, schreibt es mir irgendwo hin, keine Ahnung. Nur nicht zu Hause an die Wand, das bringt mir nichts. Sondern irgendwo bei Facebook, bei Twitter, bei hier im Kanal, im Kanalfeed, keine Ahnung, oder im Chat, dann weiß ich das und dann kann ich mich darauf einrichten und dann mal irgendwas planen oder machen. So. Ich meine, ich habe zwar auch immer Ideen, aber vielleicht ist das ja nicht gerade das, was ihr sehen wollt. So, dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Ich glaube, bei den Vorschlägen, die ich bis jetzt hatte, da werde ich mich wohl darauf einlassen müssen, irgendwann mal was mit Mods zu spielen. Das lässt sich wohl nicht ganz vermeiden. Denn die Fragen gingen eigentlich so mehr in diese Richtung. Was haben wir denn hier? Ich habe Kohle falsch abgebaut. Das wollen wir mal direkt ja rückgängig machen hier. So. Wenn ich die Kohle mit der falschen Spitzhacke abbaue, dann bringt das ja nichts. Ne? Da muss ich die ja nochmal aufbauen. So. Kohle habe ich satt und schmutzig verballert, weil ich die Dorfbewohner beglückt habe damit. Da brauche ich wieder einiges. Einiges. Ich habe meinen Kohlevorrat praktisch zugrunde gerichtet, will ich jetzt nicht sagen, aber sehr, sehr drastisch reduziert. Oh, nochmal Kohle. Ich glaub, der hat das gehört hier. Ich wurde bespitzelt. Kohle ist doch bestimmt erst gerade da platziert worden für mich. Also ich würde fast eine Wette darauf eingehen, dass hier in diese Richtung wieder eine Höhle ist. Weil das ist ja immer so. Ich wühle mich ja immer so im Erdreich, so ein paar Plätzchen voran. Und bei der Landschaftsstruktur, die ich hier habe, lässt sich da immer irgendwo noch eine Höhle irgendwie erschließen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Tja, und wenn nicht, dann baue ich eine. Nö. Oh, wow. Tja, lieber Ralko, ich war auch nicht ganz untätig hier. Ich war auch zeitweilig nicht in Dortmund. Allerdings war das mehr arbeitstechnisch bedingt.
München war ich. München. Eine recht schöne kleine Stadt. Nein, ich war in einem Vorort, sag ich jetzt mal, wie hieß das? Pasing oder so. Genau, Pasing war ich. Und sieht man natürlich dann nicht, ne? Nicht alles, wenn man dann noch zusätzlich arbeiten ist. Aber ansonsten war es doch dort sehr schön. Also Land und Leute gefallen mir da eigentlich sehr gut. Sind sehr herzlich, sehr nenn es jetzt mal einfach fremdenfreundlich. Kann man nicht anders sagen. So, scheint es aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie nicht zu geben, ne? Da muss eine Höhle kommen. So, komm. Da muss eine Höhle sein. Muss einfach. In 3, 2, 1. Ui, Kohle. Ich habe gesagt Höhle, nicht Kohle. Also. Wirklich. Die hören auch einfach nicht zu hier, ne? Ja, aber die Materialien, die ich hier gesammelt habe, die lassen sich schon mal wieder sehen. Ich glaube, da war Eisen? Da war Eisen. Ich habe es genau gesehen. Irgendwo hier. Da. Ein ganzes. Man glaubt es kaum. Ein ganzes Eisen. Nur für mich. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.